Gib ihn her.
deshalb sind wir da besonders vorsichtig. Gibt es vielleicht da schon irgendwelche Fragen, wenn Sie haben? Da musst du mal zum Gehege der großen Ameisen werden gehen, dann siehst du, wie groß die Erwachsenen werden. Also so wie ein Schäfer, wenn wir so ein bisschen länger noch. Wir haben einen Schwanz, der ist so 40 cm lang. Wir können das dann niemals sagen. Also der Schwanz ist so lang, sag ich mal. Und die Schnute, die Schnauze auch 40 cm. Und die Zunge auch. Die ist 45 cm lang. Und hier, die Maya streckt ihre Zunge beim Trinken jetzt raus, weil sie sonst zu wenig Platz zum Schlucken hat. Die wird also hinten im Kehlkopf so ein bisschen zusammengefaltet, weil die halt sehr lange ist, die Zunge. Und zum Trinken nimmt sie die halt raus. Ameisen werden ja keine Zähne. Bei der Wildbahn auf den Hut und Ameisen lecken mit der Zunge die quasi auf. Ich bin eigentlich hauptsächlich genau. Das ist weicher als es aussieht. Ja, also ein bisschen borstig, ne? Ja, das ist also immer noch recht weich. Ne? Das sieht zwar borstig aus. So, ich lasse sie jetzt normalerweise immer noch so ein bisschen hinterher muckeln, nicht so Essen fertig und Schluss ist, sondern ich soll auch ruhig so ein bisschen selber merken, dass da nichts mehr kommt. Ne? Ich versuche dann immer nochmal ihr Glück. Komplex. Dann irgendwann lassen wir es einfach. Untersucht sie die Flasche. Manchmal drehe ich die dann auch rum und dann kann sie von der Seite nochmal ausstecken. Dann kann man schon mal sehen, wie das mit dem Ameisenbau geht. Ne? Ja. Ja. Aber wir müssen jetzt hier so ganz viele Ameisen zusammen. Ja, nee, es gibt also quasi ein künstliches Futter, was dieser Ameisen gerne bekommt. Also Ameisen wäre natürlich toll, wenn wir immer so viele hätten. Das wäre natürlich eine richtige Nahrung, aber wir kriegen also eine Mischung aus Hackfleisch, Bananen, Quark, verschiedene Eier und dann noch eine Kleidung. Das ist eine richtige Gewächsstruktur, die sich so im Laufe der Jahre entwickelt hat. Und so kriegen die so als durchgedrehten kleinen Brei und das können dann auch. Ja. Jetzt geht sie gleich wieder in Grundposition, ne? Weil sie also normalerweise 6 Monate lang bei ihrer Mutter auf dem Rücken sitzt. Und ich könnte die jetzt also auch gar nicht absetzen und sie würde dann nicht irgendwie die Welt erkunden, sondern sie will auf jeden Fall auf jemanden drauf sitzen. Deshalb ist es jetzt ein bisschen schwierig, auch mit dem Umzug. Nur weil also diesen Brutkasten, den hat sie im Grunde wie ihre Mutter auch akzeptiert, wie mich im Grunde auch, also zwar gleichwertig. Die neue Kiste ist ein bisschen fremder. Ja. Und da stellt sie natürlich fest, die riecht anders und die ist ruhiger. Dieser Brutkasten hat ihn geliebt, Tag und Nacht und war abgeschlossen so ein bisschen. Ne? Da war sie direkt dahinter. Jetzt kriegt sie mehr mit, wenn es rappelt, wenn es raschelt und will dann eher schon mal raus. Ne? Und ist man halt ein bisschen zu sehr an mich gewöhnt. Das finde ich zwar sehr schade. Aber, ich würde sie auch sofort behalten. Nein, sie kann wirklich sehr gefährlich werden. Und sie hat auch uns alle schon ganz gut mit Kratzer versehen, weil sie einfach diese wahnsinnig langen Klauen hat, die sie auch nicht einziehen können. Die ist also, das kann man hier mal sehen, vielleicht. Ne? Und die werden dann später, also die ist jetzt 6 Wochen alt? Ja, 13. November. Ja. Und das werden dann solche Klauen. Wenn die irgendwo hin möchte, hat die so viel Kraft, dass sie einen damit schwer verletzen kann, obwohl sie gar nicht aggressiv ist oder einem was Böses will. Oder wenn sie einen Schreck kriegt, dann klettert sie natürlich umso intensiver irgendwie um Schutz zu suchen. Heute Morgen hatte ich sie hinten so mehr ein bisschen weiter auf den Rücken gesetzt und dann hat sie ein bisschen das Gleichgewicht verloren und hat sich hier so festgehalten.